Herzlich willkommen zum Wort des Tages. 3 Monate leben wir jetzt mit diesem Virus. Das Leben ist dadurch für uns schwerer geworden. Und wir helfen, so gut es geht, das Leben für andere leichter zu machen. Jetzt kommen immer mehr Lockerungen. Aber die Unsicherheit bleibt. Und das bedeutet auch, weiter vorsichtig sein. Und für viele bedeutet das auch, weiter mehr Zeit und mehr Stille. Und manchmal ist es einfach zu viel davon. Dann freuen wir uns über einen Anruf, über Worte, die gut tun. Und das möchte ich machen, mit Worten aus der Bibel. Beim Propheten Jesaja im Kapitel 43, Vers 1 heißt es: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Diesen Bibelvers hat der Prophet zu dem Volk Israel gesprochen, als Trostbotschaft. Zu der Zeit waren sie aus Jerusalem nach Babylon verbannt worden. Und die Menschen fanden Trost in Jesajas Worte. Und Gott erhörte sie. Etwa 50 Jahre später durften sie nach Jerusalem zurückkehren. In Vers 4 heißt es dazu: Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe. Jesus ist nicht unter ihnen, aber in ganz vielen Worten des Propheten ist oft versteckt vom Kommen des Messias die Rede. Das Volk vertraut auf Jesajas Worte. Wir kennen das Neue Testament und können von ganzem Herzen sagen: Ich bin wertvoll. Die Bibel hat viele Verse, die uns das sagen. Da heißt es: Ich bin Gottes Tempel und der Geist Gottes wohnt in mir. Ich bin erwählt und bestimmt, Frucht zu tragen. Ich bin eine Rebe des wahren Weinstocks. Ich bin das Salz der Erde und das Licht der Welt. Vielleicht findest du auch Verse.